geschätzte Aufmerksamkeit. Meine Herrschaften, ich erhebe mein Glas. Das ist mir, Sie sagen, keine Seltenheit, denn ich erhebe es täglich und zwar erheblich oft. Aber wenn ich diesmal es erhebe, so erhebe ich es nicht ohne Erhebung. Denn wir feiern wieder einmal unsere liebe, verehrte Tilla Vorland. Wir feiern ihren heutigen Sieg, ihren Triumph, ihren Erfolg. Denn was wäre das Theater ohne ihre Kunst, ohne ihren Charme, mit einem Wort, ohne Tilla Vorland? Die heutige Premiere war ein Markstein auf dem Weg ihrer Bühnenerfolge. Ich erhebe mein Glas mit dem Wunsch, es reicht bald wieder auf einem solchen Markstein, bei einer solchen Gelegenheit erheben zu können. Prosit, Tilla! Prosit, sonst sitzen die drei Vögel immer bei uns an der Bar. Wenn die Morland da ist, schicken sie drüben. Wer sind denn die Herren? Das sind die heiligen drei Könige von der Morland. Wer ist denn der mit den zwei Frackperlen? Der reiche Fabrikantensohn, Tönli. Ihr Zukünftiger. Und der mit einer Frackperle? Der Musikverleger, Teschner. Ihr Gegenwärtiger. Und der ohne? Ein Baron, der sein ganzes Vermögen verloren hat. Ihr Verflossener. Und jetzt, meine hochverehrten Herrschaften, wird Ihnen Tilla Vorland das große Vergnügen schenken, Ihnen nochmals das Lied aus dem dritten Akt von dem heutigen Stück zum Besten zu geben. Ich denke gar nicht daran zu singen. Oh, Tillerchen, sing doch, sieh mal, das Volk wartet doch darauf. Also setz dich um die Brühe. Ich singe nicht. Tillerchen, du musst singen. Ich meine, wenn du nicht singst, dann singe ich, aber gesungen muss werden. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Also schön singt er nicht. Aber laut. Lebol, mein kleiner Gardeoffizier. Gnädige Frau, ich bitte Sie, singen Sie, der hört sonst nie auf. Tilla, ich fürchte, du wirst nicht auskneifen können. Früh,
eines Tages war alles aus. Es ruhten endlich die Waffen. Man schickte alle Soldaten nach Haus, einen neuen Beruf sich zu schaffen. Die alte Garde stand müd und bleich um ihren Marschall im Kreise. Man blies den letzten Zapfenstreich und der Marschall sagte leise: Verzeiht ihr aber, dagegen ist man natürlich machtlos. So ein Rüpel. Rüpel? Barbar. Barbar? Das ist ein Barbarossa. Bitte tausendmal um Entschuldigung, gnädige Frau. Es ist mir furchtbar peinlich. Und gerade heute Abend nach der Premiere ist es schrecklich unangenehm. Aber liebe Direktor, wozu die Aufregung? Bitte, bringt mich nach Hause. Ach, Tilla, du wirst nicht schon gehen. Ja, wegen so eines Anarchisten. Ach, keine Sachen, Tillachen. Gerade jetzt, also, wo es so gemütlich ist. Ja. Ich möchte nach Hause. Schließlich bin ich mir zu gut, um mich öffentlich anflegeln zu lassen. Aber, ja, liebe Frau, bitte tausendmal um Entschuldigung. Es ist mir furchtbar unangenehm, dass das vorgefallen ist. Und dabei wissen wir gar nicht, wer der Kerl eigentlich ist. Ihr wollt meine Freunde sein? Und wenn man einmal einen Freundschaftsdienst von euch will, versagt ihr alle zusammen. Ich weiß überhaupt gar nicht, wozu ihr hierher gekommen seid. Habt ihr ihn gefunden? Nein! Was wollt ihr in aller Herrgottsfrüh schon da? Wir wollten dich beruhigen, Tilla. Beruhigen? Tilla, wir haben doch alles versucht. Kein Mensch weiß, wer der Kerl überhaupt war. Ich bin doch durch alle Straßen gerannt. Plötzlich sah ich ihn, nein, aber er war es nicht. Ich bin die ganze Nacht durch alle Bars gelaufen, weil ich geglaubt habe, dass ich ihn da vielleicht antreffen werde. Das ist eine gute Ausrede für dich, zum Trinken, Baron. Aber Tilla, apropos Trinken. Prost. Vielleicht erfahren wir jetzt etwas. Hallo? Herr Tilla Marlan? Hallo? Tilla, du selbst? Ja, hier Emmy. Ja, ich komme soeben ins Theater zur Probe und höre von dem gestrigen Zwischenfall. Ach, wie unangenehm. Ach, schrecklich. Na, wenn mir das passiert, sterbe ich vor Scham. Natürlich. Meine beste Freundin weiß es schon. Die Emmy. Die Emmy. Wenn es die weiß, dann weiß in 5 Minuten die ganze Stadt. Na, hoffentlich erfährt die Zeitung nichts davon. Wie? Ich? Aber wie kannst du so etwas sagen? Aber nein, von mir erfährt kein Mensch ein Sternswörtchen. Niemand. Nein, Ehrenwort. Großes Ehrenwort. Ja, ja. Wiedersehen.
Wiedersehen, Tiller. Wiedersehen. Hallo? Bitte noch einmal das Amt. Jawohl. Bitte 4576. Ja? Ist dort kleines Journal? Ich möchte Herrn Dr. Fischer von der Theaterrubrik sprechen. Hier Emmy Stein vom Neuen Operettentheater. Ja. Hallo? Herr Dr. Fischer? Ja. Guten Tag. Ja. Sagen Sie, Herr Doktor, haben Sie schon die Neuigkeit gehört? Wissen Sie, was gestern Nacht in der Carlton Bar passiert ist? Ich möchte nur wissen, warum dieser Kerl weggegangen ist. Vielleicht hat ihm deine Rede nicht gefallen, Baron. Meine Rede? Wie kommst du gerade auf meine Rede, ja? Wäre doch nicht ausgerechnet beim Lied fortgegangen. Ja, vielleicht hat ihm die Musik nicht gefallen. Aber was redest du? Warum denn gerade die Musik? Seht ihr, der Herr Verleger. Natürlich, auf seine Musik lässt er nichts kommen. Na hör mal, Tiller, wegen Musik, die in meinem Verlag erschien, ist noch niemals jemand weggegangen. Und wegen meiner Vorträge auch noch keiner. Das hat ja auch gar keiner behauptet, jedenfalls... Jedenfalls bist du wieder mal unschuldig. Natürlich, nur ich habe Schuld. Aber das hat er doch gar nicht gesagt. Du, Baron, sei ganz ruhig. Hättest du mich nicht zum Singen aufgefordert, wäre das alles nicht passiert. Natürlich, nur ich bin schuld. Natürlich, wer denn sonst? Natürlich, wer denn sonst? Ja, gnädige Frau, es kann doch passieren, dass einer mal rausgehen muss. Oh, das trauen Sie sich mir ins Gesicht zu sagen, Sie. Sie, Säugling, Sie. Oh. Wollen Sie vielleicht auch gehen? Wären Sie doch gegangen, es hätte Sie niemand zurückgehalten. Sie können ja nächstens alle gehen, wenn Sie... Säugling. Wegen meiner Musik. Irgendetwas muss ihm aber doch nicht gefallen haben. Ich will von den drei nichts mehr wissen. Sie haben sich greulich benommen. Und was werden wir, Frau, ohne die drei Herren machen? Herr Teschler hat alle Sachen mit dem Theater und der Grammophongesellschaft erledigt. Wird jetzt jemand andere erledigen? Und Herr Tönli hat alle finanziellen Angelegenheiten geregelt. Rechnungen, Steuern, Gagen. Wird sich auch jemand andere finden? Und wer wird sich finden, mit dem Sie so schreien können wie mit dem Baron? Werde ich jemand anderen anschreien? Ja, aber wen? Ich werde mir den Privatsekretär engagieren. Der wird meine Angelegenheiten erledigen. Den werde ich bezahlen. Den werde ich anschreien, wenn es mir passt. Ich brauche keine Gefälligkeiten mehr von meinen Freunden. Einen Privatsekretär? Der stiehlt doch nur ihre Zigaretten und trinkt ihren Cognac. Gar keine schlechte Idee, ein Privatsekretär. Sowas hätte ich schon längst gebraucht. Ich werde ihn durch die Zeitung suchen. Guten Morgen, meine Herren. Ja.
Ich danke Ihnen, meine Herren. Zu meinem Bedauern ist die Stelle des Privatsekretärs bereits besetzt. Vielleicht ein andermal. Sie bleiben hier. Sie bewerben sich um die Stellung. Ja, Gefahr. Wie heißen Sie? Ulrich Weidenau. Was können Sie? Gott, was ein Sekretär können muss, Gefahr. Sie sind engagiert. Danke, Gefahr. Sie sind der Mann, den ich brauche. Wieso, Eva? Sie haben nämlich jemanden gefunden, den ich seit 3 Tagen sehr dringend suche. So. Ich suche nämlich den Mann mit dem schlechtesten Benehmen der Welt. Wissen Sie, wen ich meine? Ja, Eva. Und wer ist dieser Mann mit dem schlechtesten Benehmen der Welt? Ich. Eva. Jawohl. Sie. Sie und niemand anderer. Wollen Sie mir vielleicht jetzt erklären, warum Sie damals mitten im Lied Zahlen riefen? Man muss doch zahlen, wenn man weggeht, Eva. Ja, aber warum sind Sie gegangen? Hat Ihnen meine Stimme nicht gefallen? Mein Kleid? Meine Frisur? Ich fand Ihre Frisur reizend. Und mein Kleid? Wunderbar. Und meine Stimme? Bezaubernd. Also was denn war der Grund, warum Sie gingen? Das Lied. Das Lied, das Sie sangen, gnädige Frau. Das Lied? Das Lied vom kleinen Gardeoffizier. Wie Sie, die Melodie war ja sehr hübsch, aber der Text. Stellen Sie sich bitte vor, es war mal einer wirklich so ein Gardeoffizier und hat genau dasselbe mitgemacht wie der in Ihrem Lied. Und jetzt singt man das alles. In öffentlichen Lokalen zum Amüsement der anderen. Ach, Sie waren einmal so ein... Gardeoffizier, ja. Und jetzt ist alles vorüber. Ist auch ganz gut so, dass es aus ist. Mit den Uniformen und den Fahnen und so weiter. Wir haben sozusagen Konkurs gemacht. Aber haben Sie schon einmal gehört, dass man über einen Bankier, der in Konkurs gegangen ist, ein Lied gesungen hat? Nein. Na, sehen Sie. Aber über uns singen alle. Und wissen Sie, wenn man so etwas hört von früher und der alten Zeit und wenn man 100-mal nicht mehr daran denkt, aber ein bisschen weh tut's doch. Und deshalb bin ich gegangen. Sind Sie mir jetzt noch sehr böse, gnädige Frau? Also ich muss sagen, das war der einzige Grund, auf den ich nie gekommen wäre. Jetzt wären Sie mir vielleicht wegen so eines kleinen Liedes ewig böse gewesen. Na, was für Lieder soll ich denn singen, damit Sie nicht mehr rauslaufen? Lustige, moderne, Synkopen zum Tanzen, zum Beispiel so etwas. Wenn ich lügen könnte, wie Münchhausen lügt, oder fliegen könnte, wie Eckener fliegt. Oder wenn ich dichten könnte, wie der Roda. Oder big und schmiegsam wie eine Bayadere wäre. Wenn ich wieder Liedge beliebt wäre bei Frauen. Oder funken könnt wie Alfred Braun. Ja, wenn das Wörtchen, wenn ich der wär, du, wär ich schon längst ein Millionär,
du, 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 du. Ich könnte täglich Geld beheben, 1000 Frank von der Bank und wieder Schah von Persien leben. Mein Leben lang, ja, wenn das Wörtchen, wenn ich da wär, da, 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 wär ich schon längst ein Millionär. Dann gäbe es für dich bestimmt nur einen, sonst keinen. Ja, wenn das Wörtchen, wenn ich da wär, ja, wenn... Zum Beispiel so etwas, gnädige Frau. Bravo, bravo. Sie sind ja ein perfekter Chansonnier. Was können Sie denn noch alles, ha? Zu Befehl. Tanzen, singen, Schreibmaschine schreiben, Stenografie, Englisch und Französisch, reiten, chauffieren, Kartenkunststücke und angeln. Na, dazu werden Sie bei mir wenig Gelegenheit haben. Das ist aber sehr schade, gnädige Frau. Also abgemacht. Sie bleiben bei mir. Wie ist es mit der Gage? Wir werden keinen Richter brauchen, gnädige Frau. Also darüber später. Passen Sie mal auf. Das Erste, was Sie zu tun haben, ist, bei mir heute Nachmittag einen Tee vorzubereiten. Es kommen 14 Personen, Punkt 5 Uhr. In Ordnung, Eva, Punkt 5 Uhr ist alles zu stellen. Sandwiches sind heute fabelhaft. Und der Kaffee? Wien bei Demel. Ja, ausgezeichnet. Wunderbar. Ja, überhaupt, das Ganze ist heute so exquisit. Zum ersten Mal gibt es Bolls. Na, trinke ja sonst eigentlich nicht, aber da kann ich mal einen Schluck zu mir nehmen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Um Himmels Willen, wir sind 13 am Tisch? Nein. Ach, um Gottes, ja, wieso denn 13? Ich habe doch 14 angeladen. Nein, also ich bleibe auf keinen Fall als 13. sitzen. Ich gehe. Also bleib doch, Emil. Wir werden sofort 14 sein. Wo ist Herr Weidenau? In der Küche. Er zeigt der Köchin, wie man Ochsenmaulsalat zubereitet. Ich lasse ihn bitten. Ja, gnädige Frau. Herr Weidenau? In der Küche? Ochsenmaulsalat? Wer ist denn das eigentlich? Ein alter Bekannter. Ihr könnt ruhig weiterspielen. Heute beißt er nicht mehr. Gestattet, dass ich euch vorstelle, Herr Weidenau, mein Privatsekretär. Sie wünschen, liebe Frau, dass Sie mit uns Tee trinken. Wir sind nämlich 13 ab. Auch sonst wäre es uns ein Vergnügen gewesen. Oh, pardon, ich aber wollte bitte Sie bitte sehr, gnädiges Fräulein. Seit wann hast du denn einen Privatsekretär? Seit heute. Hast du vielleicht etwas dagegen? Das nicht. Ich finde es nur sonderbar, eine alleinstehende Dame und ein Privatsekretär. Du bist wohl eifersüchtig. Lächerlich. Ich glaube nur, dass eine Sekretärin auch genügt hätte, wenn du schon absolut eine Unterstützung brauchst. Apropos wenn. Wollen Sie uns nicht ein bisschen Tanzmusik vorspielen? Aber sehr gerne, gnädige Frau. Singen Sie doch das Lied von Vormittag. Das war ausgezeichnet. Singen? Ja. Bitte sehr. Tausende Worte sprechen von Glanz und von Macht. Tausend Worte flüstern von Glück und von Pracht. Und wenn tausend Worte dir von den schönsten Sachen sprachen, und wenn tausend Worte dir alles Liebe nennen können, ein Wort gibt es, das alle Träume zerstört. Hast du dieses Wort schon mal gehört?
wenn das Wörtchen, wenn nicht der wär, du-du-du-du, du-du-du-du, wär ich schon längst ein Millionär, du-du-du-du, du-du-du-du, ich könnte täglich Geld beheben, 1000 Frank von der Bank und wieder Schah von Persien leben, mein Leben lang, ja, wenn das Wörtchen, wenn nicht der wär, wär ich schon längst ein Millionär. Dann gäbe es für dich bestimmt nur einen, sonst keinen. Ja, wenn das Wörtchen, wenn nicht wär, ja, wenn... Stunden für mich benutzen darf, gnädige Frau. Die anderen Herren sind immer im Theater. Sie sind auch verliebt in Sie, gnädige Frau. Allerdings. Selbstverständlich können Sie über Ihre Zeit verfügen, wie Sie wollen, Herr Weidenau. Privatsekretär heute wieder nicht im Theater? Was weiß denn ich, ob er im Theater ist oder nicht? Na ja, ich meinte nur so. Sage mal, seit wann kaufst du denn bei Fleuron dein Parfum? Bei Fleuron? Ja. Da kaufe ich doch nie. Wie kommst du darauf? Ja, ich sah deinen Privatsekretär, wie er Parfum kaufte. Ich dachte, es wäre für dich. Nein, es war nicht für mich. Dann wird er es eben für eine andere Dame gekauft haben. Wie? Was sagst du? Gar nichts habe ich gesagt. Schade.
steckt eigentlich dein Herr Privatsekretär während der Vorstellung? Frag nicht zu dumm. Wie soll denn ich wissen, wo der steckt? Guten Abend, Anna. Ist die Frau schon sehr böse, weil ich so spät komme? Aber gar keine Spur. Sie hat nur Angst, dass die Suppe kalt wird. Oh Gott, ich konnte leider nicht früher. Ja, warum denn? Ich gehe nicht mehr auf. Wir wären doch nur noch ein bisschen ins Carlton gegangen. Ja, eine Kleinigkeit essen. Und eine Kleinigkeit trinken. Ich habe mir da etwas richten lassen. Ich bleib zu Hause. Ich möchte gern das neue Stück mit dir besprechen. Das wird Weidenau schon erledigt. Ich hätte mit Ihnen gern die Sache mit der Bank besprochen, gnädige Frau. Das hat Weidenau schon erledigt. Ja. Mir scheint, der Weidenau hat uns alle erledigt. Da bleibt uns nichts weiter übrig, als dir gute Nacht zu wünschen, vielleicht. Wiedersehen, auf morgen. Ach, schön. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. Die Nacht, Kleiner, nur geht bummeln, sei lustig. Gnädige Frau, wir werden zwar bummeln gehen, aber nicht lustig sein. Ja. Gute Nacht. Nacht, Baronchen. Ich muss auch fortgehen, Killer? Ja, Baronchen. Sei klug und geh schön schlafen. Ich bin weder klug, noch gehe ich schön schlafen. Ich kann überhaupt nicht mehr schön schlafen. Ja, warum denn, Baronchen? Solange du nicht glücklich bist, kann ich nicht schlafen. Also wer sagt dir, dass ich nicht glücklich bin? Meine innere Stimme. Nun sag deiner inneren Stimme, sie soll nicht so viel reden. Und geh du endlich schlafen. Na schön. Na. Gnädige Frau? Ich habe keinen Hunger, Sie brauchen nicht zu servieren. Ja, aber gnädige Frau... Gehen Sie schon, ich will nichts mehr. Ich wollte nur sagen, dass Also gehen Sie schon endlich und lassen Sie mich allein. Tja, warum bin ich eigentlich wirklich nicht in der kalten Bar? Ja, wer mal hingehen will. Ja, was machen Sie denn hier? Guten Abend, liebe Frau. Verzeihen Sie, ich dachte nicht, dass Sie so bald nach Hause kämen. Ja, was wollen Sie denn mit dem alten Marionettentheater? Es war schon ganz verstaubt und kaputt und da wollte ich es einmal in Ordnung bringen. Jetzt, in der Nacht? Nur bei Tag komme ich ja kaum dazu. Ja, also was wollen Sie denn damit anfangen? Hm? Ich dachte, wenn ich Sie wieder mal unterhalten soll oder Ihre Gesellschaft, es muss doch auch Abwechslung sein. Man kann doch nicht immer nur singen, wie im Tonfilm, ne? Ja, können Sie den Marionetten spielen? In Salzburg hat's mein alter Puppenspieler mal beigebracht. Ausgezeichnet, das müssen Sie mir zeigen. Aber gerne, ich weiß nur nicht, ob ich's noch kann. Oh, man kann ja eine kleine Generalprobe abhalten. Gerne, aber ich weiß nicht, ob ich's noch... Na, also, vorwärts, vorwärts. Jetzt will ich ja mal im Parkett sitzen und zusehen, wie die anderen spielen. Sitz Nummer 1, Parkett, erste Reihe. Bitte sehr, nur einen Augenblick noch. 5 Minuten Pause, ja? Dann kann die Vorstellung sofort beginnen.
Gewonnen. Also? So, also wir sind fertig, gnädige Frau. Das hier ist der große Scheinwerfer. So, der kommt hierher. Das Spiel kann beginnen. Drei Gongschläge. Der Prologus tritt auf. Hochdero Publico. Heute Gastspiel des Hoftheaters zu Kikeritz Potschen an der Potschen. Gegeben wird Prinz Kuno und die Postmeisterstochter, große Ausstattungsoper in mehreren Akten und einem Bild. Hauptpersonen: der Prinz, ein Knödeltenor. Lieschen, Koloratursängerin. Der Minister, ein flüsternder Bariton. Der Postmeister, ein Bass und stottern tut er auch. Ort der Handlung: eine Wiese mit Gänseblümchen. Zeit im Mai. Wir bitten um dero geneigte Aufmerksamkeit. So. Das Orchester ist versammelt. Bevor der Vorhang hochgeht, große Ouvertüre. Der Vorhang geht auf. Die Wiese liegt im Sonnenlicht da, in der Mitte eine Linde und eingeschnittene Herzen in der Rinde. Kuhglockengeläute, der Prinz tritt schillend auf. Hier bin ich, es ist der vertraute Ort. Nein, volle Vollmonde lang war ich fort. Ich liebe das Lieschen des Postmeisters Kind. Sie ist ein Kind, wie eben Kinder sind. Sie ist für mich so mancherlei. Zum Beispiel war's der Dotter fürs Ei oder das Salz für die Radieschen. Das ist für mich, ja, das ist für mich mein Postmeister Lieschen. Mein Prinz, da seid ihr, erlauchter Prinz. Sie sind es, Reisgraf und Pfefferminz. Ich ahnte, es zog sie zu dieser Linde, die Sehnsucht nach dem Postmeisters Kinde. Doch Prinz, bedenkt eure prinzlichen Pflichten. Ein Prinz darf nicht lieben, ein Prinz muss verzichten. Nun gut, ich verzichte, sei's drum, sei's drauf. Ich eile zur Hauptstadt in rasendem Lauf. Da kommt sie, wie hold ist ihr liebes Gesicht. Sie lispelt noch immer, doch nur, wenn sie spricht. Ich bin das Lieschen des Postmeisters Kind. Mein Sinn ist leicht, ich freu im Wind. Ich liebe einen gar vornehmen Herrn. 9 Monate ist er von mir nun fern. Auch wirke ich wieder sein liebes Geflüster. Mein Bruno, da ist er, da ist er. Thank you.
Plan von nichts. Ich muss ja alles gestehen. Oh Bruno, du wirst plötzlich so bleich und grün. Wirst du vielleicht ein Aspirin? Benimm die Kunde, ich bin nicht ein Bruno. Ich bin der Erbprinz, ich bin Prinz Kuno. Du bist der Erbprinz von Tidipo, dann wäre ich Prinzessin. Ladrio, 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 Ladrio. Polizien, ein Prinz, der ein echter Prinz will sein, darf nie eine bürgerliche freien. Du lässt mich sitzen, du könntest es wagen. Was wird mein Vater, der Postmeister, sagen? Mein Prinz, ich muss alles hören. Wollen Sie mir jetzt drei Worte gewähren? Vielleicht wollen Sie singen, das ist bequemer. Beim Singen stottert, sich's angenehmer. Vernehmt mein Geständnis, vertraut mir blind. Lieschen ist nämlich gar nicht mein Kind. Sie ist nicht Ihr Kind, was sprecht Ihr da, Mann? Hören Sie mich in Ruhe mal an. Es war vor ungefähr 18 Jahren, genau am 31. Februar. Ich sitz auf meinem Postmeisteramt. Da kommen des Weges Zigeunergrand, sie schleppten mit sich das Raubgesinde, ein neugeborenes Kind in der Winde. Ich fasse die Kerle, es waren ihre neun, und dresche ihnen die Schädel ein. Der letzte gestand mir mit brechendem Haupt, das Kind sei aus dem Fürstenschloss geraubt. Du, Lieschen, du bist das Kind in der Windel. Was? Wie? Du bist die Prinzessin Karafindel. Dann ist ja alles nicht so schlimm. Wir heiraten, ganz legitim. Hervorragend. Aber sagen Sie, warum muss denn die Postmeisterstochter am Schluss Prinzessin werden? Jede bessere Postmeisterstochter wird am Schluss Prinzessin. So. Damit sie ihren Prinzen bekommt, nicht? Ach, müssen Sie sich denn immer am Ende kriegen? Müssen nicht, nein. Aber das Publikum sieht's ja viel lieber. So. Ist ja auch viel schöner, wenn zwei, die sich lieb haben, sich am Ende kriegen, nicht wahr, gnädige Frau? Na ja. Wenn Sie meinen, Sie, Prinz Kuno, haben Sie auch irgendwo so eine Postmeisterstochter, die Sie lieb haben? Und eine Linde mit eingeschnittenen Herzen und... ich wollte Ihnen nur sagen, ich liebe es nicht, wenn Herren
solche Kragen tragen. Nehmen Sie künftig Hemden mit modernem Schnitt, bei denen der Kragen angenäht ist. Kragen und Hemd aus einem Stück, Herr Weidenau. Ja, selbstverständlich, Frau, wenn Sie es wünschen. Jawohl, ich wünsche es. Im Übrigen ist die Stunde schon etwas... Ich gehe schon, gnädige Frau. Also, auf Wiedersehen, morgen pünktlich 11 Uhr. Gute Nacht. Gute Nacht. Theater hat sie abgesagt. Sie muss ein paar Abende frei haben, zur Erholung. Früher hat sie ein Stück 200 Mal gespielt. Das war ihre Erholung. Ja, früher. Also, gehen wir auf den Golfplatz. Also, fangen wir an. Gut, spielen wir Golf. Schneiderin sagt, Tilla hat seit 8 Tagen kein neues Kleid bestellt. Ja, ich sage ja, sie ist krank. Sie ist wirklich krank. Arme Tilla. Also, gehen wir auf den Golfplatz. Also, fangen wir an. Gut, spielen wir Golf. Frau? Was ist denn? 11 Uhr ist es. Wer ist da? Ich, Weidenau. Guten Morgen, liebe Frau. Was wollen Sie denn so zeitig? Ich soll doch um 11 Uhr wecken. Ach was, Sie kommen immer ungelegen. Stören Sie nicht. Ich bin nämlich nicht... Ich habe noch... Verzeihung, gnädige Frau, das konnte ich natürlich nicht wissen. Pardon, gnädige Frau, das konnte ich natürlich nicht wissen. Pardon, gnädige Frau. Hallo? Herr Weidenau soll hereinkommen. Leb wohl, Liebling. Leb wohl. Na, lass doch meine Hand aus. Nein. Was sagst du? Nein. Wie? Nein. Leb wohl. Du. Na, lass doch los. Leb wohl. Lass mich doch los. Entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Sie schon da waren. Aber bitte sehr, gnädige Frau. Ja, was wollte ich denn nur von Ihnen? Ach ja, einen Brief diktieren. Nehmen Sie Stenogramm. Bitte sehr, gnädige Frau. Lassen Sie. Vielleicht ist das privat für mich.
Ist dort Speditionsbüro Paschke? Ich möchte Herrn Paschke persönlich sprechen. Hier spricht Jelinek. Ja, Liebling, ich bin selbst am Apparat. Einen Augenblick nur. Ich bin nicht allein. Warten Sie bitte draußen. Selbstverständlich, gnädige Frau. Du bist doch erst seit 5 Minuten weg und hast schon Sehnsucht nach mir? Du Süße! Fräulein, könnten Sie mir nicht Ihre Telefonadresse geben? Ob ich glücklich bin? Und wie? Sie. Ja, gnädige Frau? Sie, Herr Privatsekretär. Ja, bitteschön. Gnädige Frau, wünschen Sie etwas? Jawohl, ich wünsche etwas. Was denn, gnädige Frau? Ach, Sie, mit Ihren gnädige Frau? Gnädige Frau hin, gnädige Frau her, das geht mir auf die Nerven. Ja, wie denn soll ich zu Ihnen sagen, gnädige Frau? Gar nichts sollen Sie sagen. In Ruhe sollen Sie mich lassen. Quälen sollen Sie mich nicht. Ja, um Himmels Willen. Sie sind ja ganz außer Rand und Band. Haben Sie denn? Liebste, gnädige Frau. Sehen Sie, so haben Sie es nicht gesagt. So müssen Sie immer, gnädige Frau, zu mir sagen. Morgen! Das ist aber nett von dir, Baronchen, dass du kommst. Ich störe doch hoffentlich nicht. Aber keineswegs, Herr Baron. Keineswegs. Ach, Baron, wie geht's dir denn? Danke. Was machen denn die anderen? Ach, ihr kümmert euch ja gar nicht mehr um mich. Oh. Also hör mal. Ich muss heute ausgehen. Tanzen, singen, lustig sein, Sekt trinken, Menschen will ich sehen, Musik hören. Also du bist richtig gehend verliebt. Hm? Ich? Verliebt? Du bist ja verrückt, Baron. In wen soll ich verliebt sein? In den kleinen Gardeoffizier. Nein, ich schwöre dir, ich bin wirklich nicht verliebt. So, nein. Also, wenn du schwörst, dann ist es mit deiner Liebe überhaupt nicht zum Aushalten, liebes Kind. Na, und wenn ich es wäre, was dann? Dann bist du sehr unklug, dass du es bist. Wieso? Weil dein kleiner Gardeoffizier eine andere hat. Was? Ja, ich habe so ein bisschen beobachtet, so ein bisschen ausspioniert. Hier. Feldstraße 18, 3 Treppen links. Was bedeutet das? Das bedeutet eine Dame. Was für eine Dame? Die Dame zwischen 9:15 und 10:15. Zwischen 9:15 und 10:15? Ja, ja. Ist dir nicht aufgefallen, dass dein Privatsekretär immer zwischen 9:15 und 10:15 abwesend ist? Ja, da ist er bei dieser Dame hier in der Feldstraße 18, 3 Treppen links. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Das sind die Damen aus der Feldstraße 18, 3 Treppen links. Aber natürlich. Das hast du gewusst? Na, selbstverständlich. Das ist eine englische Sprachlehrerin, da geht er täglich hin. Wieso? Er spricht doch fließend Englisch. Oder französische Sprachlehrerin. Die spricht doch besser Französisch wie Poincaré. Also irgendeine Lehrerin, chinesisch oder bulgarisch, bulgarisch, das weiß denn ich. Im Übrigen kann mein Privatsekretär da zwischen 9:15 und 10:15 machen, was er will. Wo er will? Und mit wem er will? Mit wem er will. Dass sie so in ihn verliebt ist, hätte ich auch nicht geglaubt. Eins hatten die Menschen zur Liebe noch Zeit, die Dichter der Frühlingsromanze. Doch
lieben dich Jungen und Mädels von heut. Die reden nicht viel, die tanzen. Die Liebe, die ist eine himmlische Macht. So sagt man in früheren Tagen. Bei uns wird nicht oft an den Himmel gedacht. Die Leute von heute, die Sorgen. Die Liebe, die ist wie ein Tonfilm mit mancher Wandlung im Verlauf der Handlung. Zuerst ein O und Ach, dann folgt ein Riesenkrach. Und nach, da wird man wieder schwach. Die Liebe, die ist wie ein Tonfilm. Die Hauptpersonen, die sind wir zwei. Zuerst ein süßer Schmutz, dann kommt was kommen muss. Ein kleines Lied mit Gruß und Kuss am Schluss. Tilla mitgebracht? Nein, ich dachte, die Ehefrau wäre schon hier. Nein, Tilla ist noch nicht da. Das ist sonderbar. Die Ehefrau hat mich um 8:45 hierher bestellt. Es sollte sehr pünktlich sein. Sie wünschte ausdrücklich, nicht abgeholt zu werden. Sie wird sich eben verspätet haben. Soll oft öfter vorkommen bei einer schönen Frau. Das ist möglich. Eigentlich eine große Ehre für uns, den Herrn Privatsekretär auch einmal zwischen 9:15 und 10:45 bei uns zu sehen. Wieso bitte? Sonst sind Sie doch um diese Zeit immer unsichtbar, Sie... Wie Sie sehen, kann ich auch sichtbar sein, um diese Zeit. Ja, ich weiß wirklich nicht, wo die gnädige Frau so lange bleibt. Was soll ich sagen werden? Das sagen Sie nur, wegen Herrn Weidenau. Bitte. Einen Augenblick. Die gnädige Frau kommt sofort. Bitte, wollen Sie Platz nehmen? Danke. Herr Weidenau ist nicht da. Nein, er ist heute eingeladen. Aber sonst ist er immer hier abends. Ja, er speist täglich mit der gnädigen Frau. Zwischen 9:15 und 10:45. Aha. Und dann geht er weg? Ja, aber nicht für lange. Um 12:00 kommt er schon wieder zurück. Wie? Er kommt zurück? In der Nacht? Ja, jede Nacht. Und schläft hier? Aber natürlich, das ist sein Schlafzimmer. Und wo schläft die gnädige Frau? Gleich nebenan. Gleich nebenan? Ja. Sie wartet immer, bis der gnädige Herr zu Hause kommt. Früher kann sie nicht einschlafen. So. So, so. Die gnädige Frau. Guten Abend. Ich komme. Wegen der Hemden von meinem Uli. Ja, ja, ich weiß schon. Grüße Gott, liebe Frau. Sie sind mir von der Frau Schmidt empfohlen worden. Ja, ja, ich weiß schon. Kommen Sie nur mit mir, das werden wir gleich haben. Wir müssen nämlich die Hemden alle umschneidern. Uli hat sich das in den Kopf gesetzt, noch wissen Sie. Der Junge ist jetzt ganz verrückt. Der ist nämlich verliebt, wissen Sie? Und da hat ihm wahrscheinlich jemand eingeredet, dass es eleganter ist, wenn die Kragen oben am Hemd angenäht sind. Und deshalb müssen wir alles umändern. Soll er seinen Willen haben. So. Zu meiner Zeit hat es sowas nicht gegeben.
wenn da ein Herr ohne steifen Kragen mit einer Dame ausgegangen wäre, ne? Die hätte Augen gemacht. Aber was will man machen? Ist eben die moderne Zeit. Also, kommen Sie mal her, liebe Frau. Passen Sie jetzt gut auf. Schauen Sie, Sie schneiden da unten von dem Hemd so einen 4 Fingerbreiten Streifen weg. Unten sieht man es ja sowieso nicht. Und den nähen Sie dann oben an die Kragenleiste an. Und machen Sie es nur recht nett, ja? Damit mein Uli Freude hat. Herr Weidenau, ist Ihr Sohn, gnädige Frau? Wo denken Sie hin? Der Uli, mein Sohn? Was denn? Na, mein Enkel. Sie sind die... Die Großmutter, na selbstverständlich. Und jetzt, wo er eine feste Stellung bekommen hat, hat er mich sofort von Wien kommen lassen. Der arme Kerl. Er hat nämlich geglaubt, dass er sich recht einsam fühlen wird in der fremden Stadt. Aber kaum war ich da, hat er sich schon verliebt. Und was glauben Sie in wen? In seine eigene Chefin. Er hat sich Hals über Kopf in sie verliebt. Und das will bei meinem Uli was heißen. Für den sind die Frauen doch sonst Luft. Wirklich? Und das Interessanteste ist, er traut sich nicht, es ihr zu sagen. Sie weiß gar nichts von seiner Liebe. Haben Sie schon sowas gehört? Sie weiß es gar nicht. Warum sagt er dir denn nicht? Ach, er wird es ja doch nicht sagen. Da kennen Sie meinen Uli schlecht. Der kennt seine Pflicht. Der weiß schon, was er zu tun hat. Sie ist seine Chefin und er der Angestellte. Fertig. Die Berufspflicht geht ihm über alles. Deshalb? Natürlich. Und dabei sage ich ihm immer, du dummer Bub, sage ich. Wenn du sie gern hast, dann kannst du 1000-mal ihr Angestellter sein. Dann musst du es ja eben sagen. Natürlich. Das sehen Sie. Aber wissen Sie, mein Uli, das ist noch so ein Kavalier vom alten Schlag. Für den bedeutet eine Frau entweder alles oder nur ein Abenteuer. Und für ein Abenteuer ist ihm diese Frau eben zu gut. Ja, also, da sind die Hemden, liebe Frau. Eins. So, 14 Stück. Aber sagen Sie, was kostet denn das Umnähen pro Stück eigentlich? 45 Pfennig, wenn es Ihnen nicht teuer ist, gnädige Frau. 45 Pfennig? Ach, das geht. Ja, das geht. Oder gebe ich Ihnen seine Unterhosen auch gleich mit. Die müssen ohnehin alle ausgebessert werden. Einen Augenblick. So. So. Das sind die Unterhosen. So, und wenn Sie nächstens kommen, gebe ich Ihnen auch seine Strümpfe zum Stopfen mit. Der Bub macht Löcher, sage ich Ihnen. Einmal anziehen und schon hin. Westen 85, 86. Ja. Ist die gnädige Frau noch zu Hause? Guten Abend. Ach, bitte. Wissen Sie, ob hier Frau von Treuberg wohnt? Sind Sie vielleicht die Hemdennäherin? Ja, ich bin von Frau Schmidt hierher empfohlen worden. Das ist ja ausgezeichnet. Ich sollte Ihnen nämlich gerade die Wäsche bringen. Ach, hier ist alles. Hemden, Hosen vom jungen Herrn. Also passen Sie mal gut auf. Sie schneiden hier unten so ungefähr 4 Fingerbreit einen Streifen ab. Unten sieht man es ja sowieso nicht. Und nähen ihn hier oben an die Kragenleiste an. Aber machen Sie es recht nett, damit mein Uli seine Freude hat. Ja, aber wohin? Ja, das wissen Sie nicht. Na, danke schön. Wohin so eilig? Ich wollte nur... Nach Tilla sehen? Aber seien Sie doch nicht so ungeduldig. Sie wird ja jeden Augenblick da sein. Ja, aber ich... Na, warten Sie ruhig.
Ich hätte Sie gerne einen Augenblick allein gesprochen. Bitte? Nehmen Sie noch Platz, lieber Weidenauer. Ich möchte mit Ihnen über Tillas neue Rolle sprechen. Oh, pardon. Vielen Dank. Und bitte schön. Die Wahl einer neuen Rolle ist gerade jetzt für Tilla sehr wichtig. Wieso gerade jetzt? Tilla ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Da muss eine Künstlerin sehr vorsichtig sein. Und gerade wir beide, ich als ihr Verleger und sie als ihr Berater, müssen sie vor Fehlern bewahren, nicht wahr? Ja, natürlich. Da habe ich nun eine sehr interessante Rolle für Tilla ausgesucht. Tilla spielt in diesem Stück eine Künstlerin, die von Erfolg zu Erfolg eilt, beliebt beim Publikum, ist gefeiert und eines Tages verliebt sie sich in einen armen Teufel. Na, große Liebe zwischen den beiden. Bis der Mann mit einmal merkt, dass es für die Frau nicht gut wäre, wenn diese Liebe immer dauern würde. Also sie ist eine Künstlerin, sie braucht Luxus, Reichtum, Erfolge. Lauter Dinge, die ihr der Mann nicht bieten kann. Nicht wahr? Sie verstehen, Herr Weidenau. Sie ist eine Künstlerin, etwa wie Tilla, und er ein armer Teufel wie ich. Ja, kurz und gut, der junge Mann fühlt, dass aus dieser Geschichte niemals etwas werden kann, weil aus solchen Geschichten niemals etwas wird. Und da er sieht, dass er trotz aller seiner Liebe immer nur der Mann seiner Frau sein würde, geht er freiwillig, solange es noch nicht zu weh tut. Da hören Sie, das ist das Hauptlied des Stückes, das Abschiedslied. Frag nicht, warum ich gehe, frag nicht, warum. Was immer auch geschehe, frag nicht, warum. Ich kann dir nur mehr sagen, ich hab dich lieb. Das Schönste im Leben wollt ich. Frag mich bloß nicht das eine, frag nicht warum. Frag nicht warum ich weine, frag nicht warum. Wir gehen auseinander, morgen küsst ich. Das Licht ist aus, die Melodie verklungen, nicht blieb von der Musik zurück, ein Echo nur von Liebe. Die Rosen, die ich dir gebracht, sind jetzt ein welker Blumenstrauß. Sagen, ich hab dich lieb, das Schönste im Leben wollt ich dir geben.
Frag mich nur nicht das eine, frag nicht warum, frag nicht warum ich weine, frag nicht warum. Wir gehen das Stück, Herr Weidenau? Ich finde es seltsam, dass Sie es mir gerade in diesem Augenblick erzählen. Wieso? Sie sind doch schließlich Tillas Privatsekretär, aber auch nicht mehr. Und aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, mir keine Theaterstücke zu erzählen, die ich mir zum Vorbild nehmen soll. Das ist ganz überflüssig. Die Figuren der Künstlerin und des jungen Mannes in ihrem neuen Stück haben nämlich keine Ähnlichkeit mit Frau Tilla und dem jungen Mann, auf den sie anspielen. Sie haben mich also verstanden? Jawohl. Aber auch ohne Ihre freundliche Belehrung hätte ich gewusst, was ich zu tun habe. Ich gehe schon. Nun, was haben Sie mir zu sagen? Ich wüsste nicht, was ich Ihnen zu sagen hätte, liebe Frau. So, wüssten Sie wirklich nicht? Ja, die Sache mit den Grammophonaufnahmen, die wird übermorgen sein. Und? Die Modezeichnungen sind bestellt in Paris. Und? Die Bilder für das Magazin sind morgen fertig. Und? Sonst wüsste ich wirklich nichts, liebe Frau. So. Sie hätten mir also sonst nichts mehr zu sagen. Gut. Dann werde ich Ihnen etwas sagen. Oder besser, schreiben Sie. Bitte, Eva. Schreiben Sie Überschrift, Geliebter. Was ich bisher nicht wusste, weiß ich jetzt. Ich weiß, dass du mich liebst. Dass du mich liebst. Ich weiß, dass dein Pflichtgefühl dich davon abhielt, dein wahres Gefühl mir zu verraten. Deine Kälte täuscht mich nicht mehr. Deine Zurückhaltung macht mich nicht mehr irre. Ich weiß, dass du mich liebst. Und das macht mich glücklich. Haben Sie glücklich? Glücklich, komma. Schreiben Sie sehr glücklich. Schreiben Sie unerhört glücklich. Schreiben Sie über alle Maßen glücklich. Haben Sie über alle Maßen? Über alle Maßen. Sei doch endlich klug. So nimm mich doch in deine Arme. Ich kann mich dir doch nicht an den Hals werfen. Ich bin eine Frau. Verstehst du denn nicht, dass du der Mann, mich erobern musst? Schreiben Sie alles hinein. Ich liebe dich. Ich liebe dich. So komm doch endlich und küsse mich.
Und an wen ist dieser Brief zu adressieren? Eva? Sollte sofort abgegeben werden. Geliebter, was ich bisher nicht wusste, weiß ich jetzt. Ich weiß, dass du mich liebst. Dass du mich liebst? Du, du, sie liebt mich. Na, wenn schon. Sie liebt mich, du, sie liebt mich. Sie, ach, sie ist schon fort. Du, du, sie liebt mich, Baron. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Wirklich? Nein, ich muss sofort mit der gnädigen Frau sprechen. Ja, aber sie schläft doch noch. Ich muss zu ihr. Psst. Wieso? Psst. Herr Weidenau.
Herr Weidenau, sie kann ohne mich nicht leben. Sie liebt mich. Sie liebt mich. Ich habe Schrift nicht von ihr. Ja, bitte, ich habe schwarz auf weiß. Wo ist mein schwarz auf weiß? Ach so, hier. Ja, jetzt hören Sie bitte, hören Sie. Geliebter. Du liebst mich, Deine Kälte. Kälte? Ach so, deine Kälte täuscht mich. Hier, so nimm mich doch schon in deine Arme. In deine Arme. Du, der Mann. Mit dem du, der Mann, hat sie mich gemeint. Gratuliere. Herr Weidenau, ich schwör's Ihnen, wenn ich gewusst hätte, dass sie mich so liebt, hätte ich sofort ja gesagt. Ja, ja und ja. Bitte mich, schauen Sie hier. Mich erobern. Sie sind jetzt ein beneidenswerter Mann. Wieso? Sie bekommen eine Frau, bei der sich schon mancher einen Korb geholt hat. Dafür bekommt sie schließlich mich. Ich möchte Sie um etwas bitten. Bitte, schon gewährt. Machen Sie Tilla glücklich. So glücklich, wie sie es verdient. Sie müssen sie auf Händen tragen und jeden Wunsch von den Lippen ablesen und Acht geben auf sie. Am Abend ihm einen Schal um den Hals und nach dem Theater im geschlossenen Wagen nach Hause, damit sie sich nicht erkältet. Und aufpassen, dass sie vor dem Schlafengehen keine Detektivromane liest, sonst schläft sie schlecht. Sie müssen gut zu ihr sein, sie müssen sie pflegen, sie müssen sie auf den Händen tragen. Sie dürfen sie nie allein ausgehen lassen und niemals mit einem anderen Mann tanzen. Glauben Sie mir, ich weiß, was es heißt, wenn eine Frau mit einem fremden Mann tanzt, hören Sie, nur Sie dürfen mit ihr tanzen. Ja, ich kann aber doch gar nicht tanzen. Das können Sie auch nicht? Nein. Kommen Sie her, ich zeige es Ihnen, los. So, hierher. So, Marek Weber, gut. Nur Verzeihung, ich bin schuld. Ich habe Herrn Töli nur ein paar Tanzschritte gezeigt. Ja. Ach so, Tanzschritte. Aha. Wollen Sie mich bitte mit Herrn Töli allein lassen? Herr Weidenau. Selbstverständlich, Eva. Herr Weidenau, bleiben Sie doch hier. Herr Weidenau. Weg ist er. Also, jetzt sind wir verlobt. Ja. Küsse mich. Ich bin so frei. Also ja, wenn ich dir sage verlobt, richtig gehend verlobt. Natürlich, sie fährt heute Abend mit ihm zu seinen Eltern. Ja, also servus, ich habe noch eine. Fräulein, bitte noch schnell ein Amt. Jawohl. 4576. Ja. Kleines Journal? Dr. Fischer? Ja, Herr Doktor, denken Sie sich bloß, Tilla hat sich verlobt. Was? Mit wem? Ach, mit Tönli. Ja, also denken Sie sich dieses Glück.
Die Gepäckträger werden gleich kommen. Herr Töne wird in wenigen Minuten mit dem Auto da sein. Wo ist die gnädige Frau? Sie zieht sich um. Ah. Das wäre also alles. Wenn die gnädige Frau verreist ist und Sie vielleicht Sehnsucht haben nach unserer Telefonnummer, ich bin immer zu erreichen. Darf ich mich verabschieden, gnädige Frau? Ist es wirklich besser, dass es so kommt? Ich glaube ja, gnädige Frau. Für beide? Wäre sicher später eine Enttäuschung geworden. Und das alles wegen der paar Kleider, die mir der andere mehr kaufen kann? Ja, gnädige Frau. Sie schätzen meine Liebe sehr gering ein. Sie sind eine Frau, eine Künstlerin. Sie brauchen Luxus, Reichtum, Theater, Erfolge. Sie würden sich in keiner anderen Welt wohlfühlen. Und Sie? Ich? Ich wäre bestimmt sehr unglücklich geworden, wenn ich Ihnen dies alles hätte nicht bieten können. Also dann, adieu. Mein kleiner Gardeoffizier. Wo sind's, Frau Moll? Lana. Ist sie fort? Ja. Hat sie noch etwas gesagt? Sie lässt alle noch recht schön grüßen. Wer sind denn die Herren? Die drei, das sind die Verflossenen der Tilla Morland.
nicht das eine, frag nicht warum. Frag mich, warum ich weine. Frag mich, warum.